In diesem Video lernst du, was man unter der disjunktiven Normalform, kurz DNF, versteht und wie du sie ganz einfach aus einer Wahrheitstafel ablesen kannst. Bei der disjunktiven Normalform hat man zunächst eine bestimmte Anzahl sogenannter Min-Terme, also ausschließlich durch das logische und verknüpfte Aussagen. Diese elementaren Aussagen nennt man auch Atome. Die Min-Terme werden durch das logische Oder miteinander verknüpft. Deshalb stellt die disjunktive Normalform auch eine Disjunktion von Konjunktionen bzw. einen Max-Term aus Min-Termen dar. Eine aussagenlogische Formel in disjunktiver Normalform sieht zum Beispiel so aus. Wie liest man jetzt die disjunktive Normalform aus einer Wahrheitstafel ab? Dafür gibt es einen einfachen Algorithmus, der als Eingabe eine Wahrheitstafel erhält und als Ausgabe eine aussagenlogische Formel in disjunktiver Normalform. Der Algorithmus läuft in vier einfachen Schritten ab. Erstens, markiere alle Einträge in der Tabelle, die eine 1 in der letzten Spalte haben. Zweitens, sorge durch die Negation dafür, dass in jeder markierten Zeile in allen Spalten eine 1 steht. Drittens, erzeuge aus den in Schritt 1 markierten Zeilen jeweils Min-Terme, indem du alle Variablen, die gegebenenfalls notiert wurden, um überall eine 1 herauszubekommen, mit dem logischen Und verknüpfst. Viertens, verknüpfe alle in Schritt 3 erzeugten Min-Terme durch das logische Oder. Das Ergebnis des Algorithmus ist nicht zwangsläufig minimal. Für die Minimierung von aussagenlogischen Formeln kann man zum Beispiel das sogenannte KV-Diagramm nutzen. Wir werden diesen Algorithmus nun anhand dieser Wahrheitstafel nachvollziehen. Im ersten Schritt werden die Zeilen identifiziert, in denen in der Output-Spalte eine 1 steht. Das sind die Zeilen 1, 5, 6 und 7. Um in der ersten Zeile überall eine 1 stehen zu haben, müssen A, B und C negiert werden. Wir bilden den Minterm also durch nicht A und nicht B und nicht C. Um in der fünften Zeile überall eine 1 stehen zu haben, müssen B und C negiert werden. Wir bilden den Min-Term also durch A und nicht B und nicht C. Um in der sechsten Zeile überall eine 1 stehen zu haben, muss B negiert werden. Wir bilden den Min-Term also durch A und nicht B und C. Um in der siebten Zeile überall eine 1 stehen zu haben, muss C negiert werden. Wir bilden den Min-Term also durch A und B und nicht C. Diese Min-Terme werden nun durch das logische Oder miteinander verknüpft und man erhält so die disjunktive Normalform für die gegebene Wahrheitstafel. Vielen Dank fürs Zusehen. Solltest du weitere Fragen haben, kannst du sie gerne unten in den Kommentaren posten.